Es gibt noch Menschen, die einen Sitzplatz suchen. Bitte. Geht doch. Ach so. Ja. Ja, ist ja auch besser, dass ich als Gisela Pilz hier spreche, denn als Jimmy Schulz, meine Damen und Herren, weil Jimmy Schulz kennt sich in dem Thema, worum es heute Abend hier geht, jedenfalls was die technische Seite angeht, sehr viel besser aus. Sie haben eben ja schon erlebt, was man alles tun kann, damit seine und ihre Daten sicherer werden. Jimmy, vielen Dank für eine Krypto-Party, die keine Party war, aber eine Krypto-Veranstaltung. Vielen Dank dafür. Liebe Nadja, lieber Jimmy, sehr geehrter Professor Filipowitsch, war das jetzt richtig? Fast. Gut. Sehr geehrter Herr Heller, sehr geehrter Herr Landvogt und sehr geehrte Frau Zimmer-Helfrich, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung bei dieser Veranstaltung begrüßen kann. Privates muss privat bleiben. Wer schützt unsere Daten vor Google, NSA und Co.? Es freut mich, dass Sie doch so zahlreich unserer Einladung hier in München gefolgt sind. Es zeigt sich doch, dass die eine oder andere liberale Idee und das eine liberale oder andere liberale Thema offensichtlich immer noch interessant ist. Meine Damen und Herren, wer, und jetzt muss ich den Zettel suchen, damit ich ihn nicht falsch zitiere, weil falsche Zitate sind unter Politikern ja nicht so gut. Ich wollte Ihnen heute mit einem Zitat anfangen. Wir wissen, wo du bist. Wir wissen, wo du warst. Wir können mehr oder weniger wissen, was du gerade denkst. Meine Damen und Herren, das ist kein Zitat aus dem letzten Tatort. Das ist auch kein Zitat aus einem CSU-Programm und nicht mal der letzte CSU-Innenminister, Herr Friedrich, hat mir mitgeteilt, dass er davon geträumt hat. Das ist auch nicht von einem Geheimdienstchef aus den USA oder aus Großbritannien, sondern, meine Damen und Herren, dieses Zitat wird dem Google-Chef Eric Schmidt zugeschrieben. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass man sich auch mit Google beschäftigt. Aber dazu kommen wir ja vielleicht noch, denn wenn man sich anschaut, Google allein hat im ersten Quartal 15,4 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das war eine Steigerung um 19%. Der Gewinn legte um 3% auf ca. 3,5 Milliarden Dollar zu. Und der Wert von Google an der Börse beträgt ca. 230 Milliarden Euro. Das sind nur Google-Zahlen. Und ich glaube, diese Zahlen zeigen doch sehr deutlich, um was es eigentlich geht bei dem Thema, über das wir heute hier sprechen und diskutieren. Denn es geht um einen Rohstoff nicht nur der Gegenwart, sondern vor allen Dingen auch der Zukunft. Nämlich es geht um Ihre, um unsere Daten, die gebraucht und dabei manchmal auch missbraucht werden. Aber das ist etwas, was ich mich immer frage, wie kann es sein, dass trotz der Debatte um NSA und Geheimdienste und massenhaften Missbrauch von Daten und Passwörtern die übergroße Mehrheit sogar die Sicherheit um ihre Daten eigentlich gar nicht interessiert. Wie kann es sein, dass in einer großen Koalition als Antwort auf die Krise der Geheimdienste als erstes das entsprechende parlamentarische Kontrollgremium verkleinert wird? Weil, also ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber weniger Leute heißt für mich auch weniger Kontrolle und nicht mehr. Weil, soweit ich weiß, sind die Kollegen nicht freigestellt, sondern die machen auch noch sonst ihre Arbeit. Warum klärt die Polizei sehr aufwendig über Einbrüche in ihre Wohnung auf und hilft ihnen dabei, entsprechende Sicherungsmaßnahmen einzuziehen, wie Querriegel, wie Doppelschlösser, spezielle Jalousien und Ähnliches. Aber die Stiftung Datenschutz, die Aufklärung bieten soll, wird in ihrer Arbeit behindert.
Oder Sie müssen zu einer Veranstaltung der Naumann-Stiftung kommen, damit Jimmy Schulz Ihnen sagt, wie Sie sozusagen den Doppelriegel und die extra Verschlüsselung anbringen können an Ihr Eigentum, nämlich Ihre Daten. Und das ist die nächste Frage, warum sichern Menschen eben mit solchen Doppelschlössern, mit Jalousie, mit allem Möglichen ihr Eigentum, ihre Wohnung? Aber warum kümmert sich niemand darum, seine SMS zu sichern? Und Jimmy, ich kann dich beruhigen, ich habe von dir gelernt, ich bin bei Threema, das weißt du immerhin, ja, mein erster Schritt ist getan. Warum regt sich eigentlich ganz Deutschland auf? Ich glaube, es war im Sommer vor 2 Jahren, als es einen vermeintlichen Skandal beim Melderecht gegeben hat. Aber es gibt nur eine kleine fachlich interessierte Öffentlichkeit, die sich darüber aufregt, dass diese Regierung bei dem, was wir dringend auf europäischer Ebene brauchen, nämlich die Europäische Datenschutzgrundverordnung, auf der Bremse steht. Und das nicht nur alleine, sondern seit an seit mit den Vertreterinnen und Vertretern aus Großbritannien, die, glaube ich, nicht dafür bekannt sind, mit dem Datenschutz besonders freundlich umzugehen. Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Und warum lassen wir eigentlich eine marktbeherrschende Stellung von Google zu? Heute in der Welt gab es einen großen Artikel dazu. Da konnten Sie lesen, wie viele deutsche Unternehmen quasi Angst haben vor dieser marktbeherrschenden Stellung von Google. Und, das war ja bei dir eben schon Thema, Jimmy, warum schafft es Europa nicht und warum setzt sich Deutschland nicht an die Spitze der Bewegung, Ähnliches zu schaffen in Europa wie beim Airbus oder auch wie bei Galileo, wo wir gesagt haben, es sind so wichtige Projekte, dass wir nicht von den Amerikanern abhängig sein wollen. Wir sind im weiten Bereich, im Internet, in der Internet Security von den Amerikanern abhängig und ich glaube, es wäre ein gutes Projekt für Europa, sich darum zu kümmern und nicht um so Sachen wie Ölkännchen auf unseren Tischen, Glühbirnen oder Staubsaugern. Meine Damen und Herren, ich glaube ganz sicher und ganz dringend, dass wir uns eher in Europa um den Datenstaubsauger, um die Datenstaubsauger kümmern müssen, denen wir hilflos ausgeliefert sind, als um die wirklichen Staubsauger. Aber gut, Nadja, da kannst du nachher sicherlich was zu sagen. Es sind viele Facetten eines Themas, zu dem wir uns heute Abend hier eingefunden haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir von Nadja Hirsch, der Medien- und netzpolitischen Sprecherin der FDP im Europäischen Parlament, eine politische Einschätzung zu den Herausforderungen auf dem Weg in die digitale Gesellschaft erhalten werden. Du wirst mit deinem Impulsbeitrag sicherlich spannende Anregungen liefern. Mit den gewaltigen Umbrüchen, die sich vor allem durch die digitale Revolution der Medienlandschaft vollziehen, steigt die Notwendigkeit, die damit verbundenen medienethischen Probleme systematisch zu reflektieren. So lautet laut Ihres Werbeauftritts der Arbeitsauftrag des Lehrstuhls für Medienethik an der Hochschule für Philosophie. Ganz herzlich begrüßen möchte ich damit auch dessen Leiter, Professor Dr. Alexander Filipowitsch. Er wird unter anderem beleuchten, vor welchen ethischen Herausforderungen uns die sozialen Netzwerke eigentlich stellen. Wie Datenschutz möglicherweise bereits durch technische Grundeinstellungen gewährleistet werden kann, auch ein spannendes Thema auf europäischer Ebene und es wäre gut, wenn wir da vorankämen, hoffe ich, dass wir das teilen, die Meinung. Und was die neue Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit, sie ist ja beides, als erstes angehen wird, wird Johannes Landvogt in die Diskussion einbringen. Herzlich willkommen in dieser Runde. Als Anhänger der Post-Privacy-Bewegung experimentiert Christian Heller mit der Veröffentlichung von privaten Daten und Informationen im Netz. 2011 veröffentlichten sie dazu ein Buch Post-Privacy, prima Leben ohne Privatsphäre. Das ist natürlich für mich als Liberale ein Graus, aber gut. Sie sehen in der Offenlegung privater Daten, persönlicher Daten auch eine Chance. Warum? Das werden Sie uns gleich erzählen. Herr Heller, schön, dass Sie da sind. Ich danke schon jetzt den Panelisten, aber insbesondere Frau Anke Zimmer-Helfrich, dass wir Sie als Moderatorin
für den Abend gewinnen konnten. Wir haben schon öfter zusammen solche Veranstaltungen gemacht. Das war immer spannend. Ich freue mich darauf. Und wenn Sie mehr zu den Panelisten erfahren möchten, dann haben Sie die Chance, denn es sind hier die Biografien verteilt worden. Ich wollte nur nicht noch länger reden, sondern Ihnen das sozusagen schriftlich ans Herz legen. Mit diesen kurzen Anmerkungen möchte ich es bewenden lassen. Ich möchte nur zum Abschluss, abgesehen davon, dass Sie uns alle natürlich hier heute herzlich willkommen und lieb und teuer sind, einige Menschen noch mal ganz persönlich besonders begrüßen, und zwar einmal für die Rubrik sozusagen Wirtschaft, Hochschule und Institutionen, Margitta Gabrisch aus dem IOT-Referat der Bayerischen Staatskanzlei und Professor Dr. Markus Helfrich von der FOM, Hochschule München. Und ich habe gelernt, das ist die Hochschule für Ökonomie und Management. Und zum Schluss gibt es noch eine Vertreterin, was heißt zum Schluss, der Zivilgesellschaft, nämlich Dr. Christa Lippmann, Vorsitzende Vereins Nachbarschaftlich Leben für Frauen im Alter e.V. Und ganz herzlich ein Willkommen an Herrn Dr. Hans-Dieter Beck, der für den Verlag Beck unser Medienkooperationspartner ist. Meine Damen und Herren, Privates soll privat bleiben. Sie alle haben sich heute Abend entschieden, dass das für Sie ein Thema ist und dass Sie sozusagen dieses Thema für sich persönlich ins Rampenlicht geschoben haben. Ich freue mich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung, dass Sie das getan haben, und ich freue mich auf eine spannende Veranstaltung. Vielen Dank.